プレイステーション。 Bitte retten Sie meine Kleine. Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen. Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Lass mich das Ding nicht zu mir! Nicht zu mir! Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Arschloch ab? Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Oh. Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Abend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Die Situation ist unter Kontrolle. Da! Du kriegst dein Bild! Du musst mir vertrauen, Daniel! Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut! Ich will, dass alle abhauen! Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen.